Hey, liebe Leute, der Griven, willkommen zu einer neuen Folge von Angezockt. Heute mal als kleiner Test für mich selbst, weil ich möchte das Game hier mal ausprobieren. Ich habe nämlich ein neues Rechner-Setup bekommen und ich will jetzt einfach mal testen, wie die Limits von dem Ding jetzt gerade sind. Und ihr seid da quasi live mit bei. Wir testen hier mal ein neues Szenario, was ich bekommen habe. Das ist im Endlos-Modus. Ah, okay. Wir machen mal sorgenfrei. Ich will mal, wie gesagt, eben ein bisschen mehr aufbauen. Wir haben nämlich hier diesen DLC-Gräben bekommen, der so ein bisschen ein neues Gebäude hinzufügt, und zwar eine Brücke. Ansonsten ist es nicht viel mehr Neues, aber ihr seht schon, man muss hier ein bisschen mehr aufpassen, wie man baut. Eigentlich ganz cool gemacht. Und wir gucken uns das einfach mal an. Wir lassen den Rest hier auf normal oder mittel. Mir noch ein bisschen zu hart hier mit schwer. Und dann gucken wir einfach mal, ob erstens mein Rechner das schafft, was ich mir hier vornehme. Und wie auch der Sound und alles ist. Ihr könnt mir ruhig mal in den Kommentaren reinschreiben, wenn irgendwie das Mikrofon zu leise, zu laut, irgendwas übersteuert oder ihr im Hintergrund noch irgendwas rauschen hört oder so. Weil er kann doch mitunter ein bisschen lauter werden, der gute Leppi. Aber wir gucken uns das einfach mal an. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Intro. Ja, zum Glück gibt es ja bei OBS und so immer dieses Noise Cancelling und alles. Ansonsten würdet ihr hier so einen kleinen Lüfter hören. So, und dann kommen wir auch schon zur Map. North Bristol, das hört sich doch cool an. So, wir machen mal Pause, okay. So, von den Settings her habe ich alles auf sehr hoch. Alles ist an, Partikelqualität voll, alles super. Wir haben sogar 144 Hertz mit drin. Borderless nur, damit ich hier mal ein bisschen auf meinen anderen Bildschirm rüber switchen kann. Und bis jetzt meckert er auch noch nicht rum, dass er irgendwie zu wenig Frames oder irgendwas hat. Wir können hier ganz normal rauszoomen. Stottert auch nichts. Das ist schon mal heftig. Ah, herrlich. So. Wir starten mit einer gebauten Brücke. Das ist quasi das neue Gebäude, was man machen kann. Alle anderen Ressourcen müssen wir erstmal noch bekommen. Und hier drüben sind halt Holzkisten, Holzkisten. Hier ist ein Eisenerzvorkommen. Wir haben hier ziemlich viele Bäume. Kohlehaufen. Okay, wir haben 105 Leute. Ach du Scheiße. Dann werden wir erstmal. Wir starten auch mit recht viel Zeug. Warte mal, wir haben Stahltrümmer, Stahltrümmer. Wir brauchen auf jeden Fall mal noch ein paar Kisten. Ein bisschen Kohle können wir ruhig auch noch nehmen. Und eigentlich bräuchte ich noch mal Holz. Mal ganz kurz gucken. Technologie, da ist die Brücke. Oh, wir starten sogar schon mit dem Sägewerk. Interesting. Dann würde ich sagen, bauen wir das doch gleich mal hin, damit wir die hier abbauen können. Ich glaube aber, dann haben wir nicht mehr Platz für noch ein Gebäude, oder? So, ganz kurz das so machen. Ja, doch, das geht. Okay. Ich bin mal gespannt. Also ich höre ihn hier schon so ein bisschen pusten, den Rechner, aber er hält auf jeden Fall durch. Das machen wir so erstmal. Dann brauchen wir auf jeden Fall, denke ich mal, eine Sanitätsstation werden wir mal auf jeden Fall bauen. Ups. Und ansonsten bauen wir jetzt wirklich erstmal nur die Zelte hier rum. Und wenn wir dann noch Platz hätten,
würde ich gerne noch so eine Sammelstelle bauen. So, lassen wir sie erstmal losdackeln. Was haben wir hier? So, wir haben die erste Brücke gebaut. Dank dieser Konstruktion können wir weit entfernte Rohstoffe erschließen. Wir werden unsere Stadt in den benachbarten Gebieten erweitern müssen, um zu überleben. Okay. So, wir haben immer noch 30 Leute. Hier sind auch noch Holzkisten. Okay, und dann können wir den hier auch mal anschmeißen. Bäm. So, hier drüben haben wir noch ziemlich viele Bäume. Also das stört eigentlich nicht. Hätte gern. Das ist nur ein Kohlehaufen. Ach, hier hinten geht es ja auch noch weiter. Holy shit. Ja, hier ist Kohlevorkommen, da bräuchten wir aber noch zu viel zu tun. Achso, stimmt, Gesetzbuch. Nö. Wir machen mal Kinderarbeit nicht. Wie viele Kinder haben wir? 15. Hm. Die können nachher hier in den Sanitätsanlagen oder so helfen. So, als nächstes bräuchten wir unbedingt Forschung. Und Nahrung wäre natürlich auch noch cool, ne? Ich brauche, glaube ich, erstmal ein Speisehaus. Ich weiß nicht, ob das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das müsste ganz knapp reichen. Ich glaube, ein Haus ist zu wenig. Ba, ba, ba. Mal ein bisschen schneller machen. Das Spiel sieht so klasse aus, ey. Auf den Maximum Settings schon heftig. So, die sammeln hier die Trümmer ein, das ist okay. Trotzdem noch schön, wenn ihr erstmal noch ein bisschen zu Ende bauen würdet. Speisehaus. Bei 100 Leuten. Ich denke mal, da brauche ich mindestens. Obwohl, wir haben Kerne, haben wir ja, aber wir haben es noch nicht geforscht. Scheiße. Das heißt, wir bräuchten schon noch ein, zwei Jagdhütten. Noch ein bisschen schneller. Ich glaube, Stahl haben wir genug. Das können wir mal rausmachen. Können wir auch rausmachen. Die sollen lieber bauen. Hier haben wir auch nochmal Stahl. Das kann auch weg. Wichtig ist jetzt erstmal, dass hier alle ein Dach über dem Kopf haben, dass sie nicht krank werden. Wir haben auch noch ein paar Tage Zeit, bevor es überhaupt kälter wird. Von daher alles schicki. Das kann weg, das kann weg. Ich würde gerne mal noch eine Jagdhütte bauen. Und dann brauchen wir aber unbedingt die Technologie. Auch die Signalstation haben wir ja schon. Hier brauchen wir auch eine Brücke. Machen wir die mal hier hin.
Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es reicht. Na, ich glaube wirklich, ein Haus fehlt noch. Scheiße, nicht genug Holz. Da reicht erstmal einer. Okay, 15. Okay, zwei Häuser fehlen noch. Hier brauchen wir jetzt noch ein paar Ingenieure. Wir haben immer noch nicht genug Holz. Okay, das machen wir mal. Hier 5. Habe ich noch Arbeiter hier oben? 3, 4, 5. Die können das erstmal machen, weil ich brauche die für die Signalstation. Es ist wie gesagt auch ein endloses Spiel. Theoretisch können wir das hier machen, bis wir sterben. Und was ist das? Oh, zerstörte Dampfkerne. Steht da wie viel? Ich glaube einer nur. Wir brauchen 40 Holz, okay. Das ist Kohle, Kohle, Holz. Machen wir das erstmal da rein. Können wir ein bisschen schneller machen. Dann fehlen uns noch zwei Häuser, okay. So, wir können das jetzt hier so machen, dass die Kinder hier helfen. Ich mache die mal zu Ingenieurslehrling, damit die Forschung ein bisschen schneller geht. Wir müssen dann aber auf jeden Fall noch ein Kinderheim bauen. New Law. Ich glaube, die Brücke ist gar nicht so günstig, ne? 150 Stahl und 200 Holz. Ach du Scheiße. Okay, Holz ist nicht so schlimm, aber Stahl. Dann werden wir uns doch mal zu dem hier zuerst buddeln. Dann haben wir nämlich Stahl fertig. So, wir brauchen jetzt unbedingt ganz viel Holz. Mal ganz kurz gucken. Ja, die sind alle eigentlich ausreichend. Solange jetzt die Temperatur nicht gleich runtergeht, ist alles schicki. Wir haben schon einen Kranken. So, unsere Rohnahrung wird in Essensration umgewandelt. Ist auch ganz wichtig. Und dann bauen wir jetzt noch ganz schnell zwei Zeltchen hin. Dann haben wir die Sache auch erledigt. Und brauchen jetzt noch 40 Holz, damit wir die Scouts losschicken können. Und warte mal. Die raus. Achso, die sind schon voll. Okay, ich hab schon drin. Dann machen wir mal hier schneller sammeln.
Dann können die hier doch noch rein, okay. So, unsere Essensleute kommen wieder. Wir haben immer noch nicht genug Holz. Jetzt muss hier, glaube ich, immer noch einen Ingenieur reinmachen. Und jetzt brauchen wir 5 Arbeiter. Und go. Aufgewühltes Schneefeld oder felsiges Vorgebirge? Dann gehen wir mal hier unten hin. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Als nächstes bauen wir mal noch mehr Sammelstellen hin. Oh, das hier ist auch gleich weg. Die werden hier schon besammelt. Das ist noch relativ voll. Das hier auch. Dafür die Holzdings nicht mehr. Okay, wir müssen einmal hier oben was hinmachen. Hier, da kommen wir an 4 Sachen ran. Das ist echt relativ voll. Ich würde trotzdem eine Sammelstelle hinmachen, weil durch die Sammelstellen sind die halt im Warmen und werden nicht so schnell krank. Wir haben kein Essen mehr. Das Tier können wir eigentlich alle rausmachen, bis auf die, und lassen das noch fertig werden. Und hier. Und hier. Der hier ist sowieso fast weg, obwohl dann können wir eigentlich die hier buddeln lassen, das geht schneller. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein Sägewerk hin. Genug Holz, okay. Immer noch 5 Leute obdachlos, aber das wird gerade noch gebaut, das Haus. Ist aber außerhalb der Komfortzone. Aber es ist immer noch erträglich, von daher alles gut. So, dann haben wir zweimal Holz. Das hier ist auch fast abgeerntet. So, alle Leute sind weg. Wir haben keine Obdachlosen mehr. Das heißt, wir können hier weitermachen. Wir müssen unbedingt gucken, dass unser Essen hier reicht. Gewinn plus 30 am Tag. Verschwenden aber zu viel. Okay. So, jetzt bauen die das erstmal fertig. Dann machen wir hier noch die Werkstätten alle fertig, damit die Forschung schneller geht. Und dann sollte das doch eigentlich klappen. So, in 3 Tagen wird es ein bisschen kälter für einen Tag. Das kriegen wir aber hin. Ich würde es gerne hier fertig machen lassen, bevor wir den hier vollbauen. So, okay.
Da oben ist jetzt auch fertig. Wie gesagt, der Haufen hier ist ja fast alle. Der natürlich nicht. Der muss weg. Die bauen das hier ab, das ist okay. Wie gesagt, die 26 Stück lasse ich hier noch wegmachen, dann ist das erledigt hier. Der Holzkistenhaufen ist auch fast weg. Und dann können wir die da reinmachen. So, in der Theorie habe ich den Leppi noch auf ausgeglichen eingestellt. Man hat hier so eine Auswahlmöglichkeit, wie man ihn einstellen kann, von der Leistung her. Und dann gibt es noch die Option Turbo, beziehungsweise man kann auch den sogar übertakten, was jetzt nicht unbedingt nötig ist momentan. Aber theoretisch ist er noch nicht mal vollends ausgelastet. Und das ist schon heftig. Ich habe auch Total War mal durchjagen lassen. Da rastet er auch komplett aus und schafft alles auf Ultra mit riesengroßen Einheiten und hier und da. Also, wenn er hält, was er verspricht, dann haben wir hier ein richtiges Biest uns zugelegt. So, warte mal, bla bla bla. Dann bauen wir jetzt noch die Werkstatt hier fertig. Kannst nicht an Straße an, das ist egal. Das Ding müssen wir erst wegmachen, okay. So, ich glaube, das Maximum, was wir haben, ist 4. Wenn man 4 Werkstätten hat, dann boosten die sich. So, nur gucken, wo wir die ganzen Ingenieure herkriegen. Gesagt, die Dampfkerne haben wir ja auch noch. Da müssen wir dann unbedingt dieses Gewächshaus bauen. Dann haben wir, denke ich mal, genug Essensrationen. So, ich hoffe mal, die sammeln jetzt ein bisschen schneller. Und wir können hier die Ausrüstung für Jäger machen. Ein besonderer Ort im Frostland. Wir können ihn als Wegpunkt. Ah, schade. Hier gibt es nichts zu tun. Oh, so weit weg. Einsames Licht. Vielleicht sind da noch ein paar mehr Leute. Und eine große Grube. Okay. Haben wir hier nirgendwo Kohle, die wir abbauen? Das ist wirklich nur der eine Haufen hier. Scheiße. Okay, die Holzkiste ist gleich weg. Dann müssen wir eventuell wirklich diesen Kohlehaufen da machen. Hier die Sammelstelle hin. Wie gesagt, der ist fast weg, der Haufen. Und hier haben wir ja die Sammelstelle. Das ist okay. Da ist auch fast alles weg. So, die sind fertig. Dann könnt ihr jetzt damit rein. Dann haben wir noch Ingenieure frei. Die müssen dann auf jeden Fall in die Werkstatt. Können sie ja erstmal hier hinpacken. Oh, wir müssen das Kinderheim bauen.
Sehe ich gerade unbedingt. Hat eine Basisheizstufe von 2. Das heißt, es kann ruhig ein bisschen weiter hinten. Machen wir es einfach mal hier hin. Da. Okay. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, wenn ich spreche, dass man den im Hintergrund nicht hört. Das wäre ein bisschen kacke. Das heißt, ich muss einfach nur dieses Noise Cancelling ein bisschen besser noch einstellen. Es kann halt sein, dass ich es ja ein bisschen brauche und ein bisschen hin und her fluxen muss. Eisenerzvorkommen. So, was haben wir denn hier noch? Friedhof brauchen wir nicht. Lebenserhaltung. Wir machen erstmal eine Notfallschicht. So, hier ist Holzkiste, Holzkiste. Alter, nur Holz und Stahl. Und nur hier hinten haben wir noch einen Kohlehaufen auf 500. Eventuell kann ich sogar noch eine Sammelstelle bauen, die aber da hinten rankommen soll. Oh shit, hier kommt sogar überall ran. Ach nee, der andere wird einfach mit reingezeigt. Ah, okay. Machen wir die hier noch hin. Da ist theoretisch auch einer. Da können wir auch eine Sammelstelle hinmachen. Weil uns geht hier doch langsam die Kohle so ein bisschen aus. Ups, das wollte ich nicht. So, Forschung ist fast fertig. Das heißt, wir bekommen jetzt noch ein bisschen mehr Nahrung. Das haben wir, das haben wir. Machen wir mal noch den Heizkörper, kostet nur 10. Und hilft uns auch, wenn jetzt hier die Temperatur runtergeht. Time to rest. So, jetzt kann endlich mal alles aufgebaut werden. Dann schaffen wir hoffentlich noch das Kinderheim. So, hier wird schön alles aufgebaut. Okay. Kinderbetreuung gesichert. Nice. Hoffnung steigt. Noch 18 Stunden. Wir haben immer noch 3 Kranke, leider. So, wir brauchen jetzt aber unbedingt Kohle. Meine, hier oben, das ist ja hauptsächlich Stahl und Holz, das brauchen wir nicht. Das heißt, wir schicken die alle mal hier rein. Der eine kann erstmal aufhören und geht hier rein. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwie noch ein paar Leute hier rauskriegen. Bräuchte man noch einen Ingenieur? Man es irgendwo sehen hier, wie schnell ich bin? Nö. Schade. Na gut, dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein.
Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es erstmal soweit gefallen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas merkt, dass irgendwas ruckelt, ich blöd klinge vom Mikro her oder irgendwas stottert, im Hintergrund rauscht oder so, immer ruhig rein in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Und dann gucken wir uns noch ein paar Folgen weiter hier an mit dem Cliff DLC oder die Gräben, wie auch immer es im Deutschen heißt. Und gucken mal, wie weit wir hier noch kommen. Wie gesagt, ist eine sehr interessante Map auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, ob wir nachher noch genug Platz haben, uns hier auszubauen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit einschalten würdet. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.